hat 6 Menschenleben gefordert. Dies steht jetzt endgültig fest. Außerdem wurden mehr als 50 Menschen verletzt. Die Aufräumungsarbeiten gingen auch heute weiter. Die Stockter Straße in Remscheid, 2 Tage nach dem Unglück. Noch immer ist die Absturzstelle militärischer Sicherheitsbereich. Noch immer suchen deutsche und amerikanische Soldaten nach Teilen der Militärmaschine. Unter den Trümmern eines Hauses fanden die Suchmannschaften heute die Leiche eines Gerüstbauers, der zur Zeit des Unglücks dort gearbeitet hatte. Einige Gebäude werden abgerissen wegen Einsturzgefahr. Die Bewohner holen das, was ihnen geblieben ist, aus den Häusern heraus, ziehen fürs Erste zu Verwandten oder Bekannten. In ganz Remscheid herrscht Trauer, aber auch Wut über die Übungsflüge von Militärmaschinen. Was meinen Sie denn, was müsste man daraus für Konsequenzen ziehen, aus dem, was hier passiert ist? Ja, nun, ich meine, was wir für Konsequenzen ziehen müssen, das wird ja schon lange gefordert, ne? Dass man halt diese Tiefflüge abstellt und versucht, mindestens in Wohngebieten draus zu bleiben. Ich würde sagen, also, das wäre der größte Blödsinn, den es überhaupt gibt, ne? Also über bewohnte Gebiete, lass uns in die Sahara gehen und da üben. Doch warum denn gerade hier über bewohnte Gebiete? Ist doch furchtbar, ne? Hier strebt man den Frieden an und über uns, über Deutschland fliehen sie weg mit Munition. Das ist doch Wahnsinn. Für den Frieden und gegen Tiefflüge über Wohngebieten demonstrierten am Abend in Remscheid mehrere tausend Menschen. Ein Friedensmarsch, der auch ein Trauermarsch für die Opfer des Unglücks sein sollte.